Hallo, liebe Zuschauer. Der Space Shooter for $2. Billiger geht's nun wirklich nicht. Aber taugt das Ding auch was? Wir sind auf der PlayStation Portable, PSP Minispiel. Und ich kann euch sagen, dieser Shooter taugt tatsächlich was. Ich leg mal, glaube ich, kurz ein neues Profil an und stelle, ja, ich lasse mal den Schwierigkeitsgrad auf den mittleren Schwierigkeitsgrad. Das reicht schon, denn das Spiel, das ist hammerhart. Aber schauen wir uns kurz das Intro an. Hier geht's los. Ja, sieht nicht gerade nach einem Space Shooter aus, ich weiß. Kommt noch. Ja, ein kleiner Nerd. Freut sich über die Natur und die Vögel. Und auf seine neue Schule. Hello everyone, I'm the new guy. I can't wait to play with you all. What are we doing today? When is it gonna be my turn? How about when I turn into a pigtail girl in a pink frilly dress? Wait, I think it's happening now. Nope, false alarm. Please, I really need to pee. You can pee all you want when we go to the restroom after lunch. You'll see, when it comes to flushing a freshman's head, I never miss the toilet. Lecker. That does it. I'm done being everyone's doormat. But why? Why does he hate me so much? Maybe he's an alien in disguise. Maybe he hates all humans. Maybe I like jumping to outlandish conclusions. Ich denke letzteres. In any case, that bully is going to pay. Ooh, jetzt geht's los. Hey, you stupid alien! Ready to meet your green, slimy, six-legged maker? Tja. Did you just call me an alien? I don't mind, though, because if there's one thing I like better than hating aliens, it's hitting you. Netter Kerl. Ja, und ihr hattet jetzt wahrscheinlich schon... What do you mean, an error has occurred during installation? Ihr hattet jetzt wahrscheinlich schon vermutet, dass wir diesen Nerd spielen, der sich rächt, oder? Nein, wir spielen ihn hier. Den Bully, den Fetten. Listen, you cheap piece of crap. Miesen. We're about to go on the most satisfying alien killing spree of my life. Bösen. So either you let me install this new AI I bought, or you're gonna be the first innocent thing I destroy today. Mobbenden Fieslingen aus der Grundschule. Threat acknowledged. Initiating survival procedure. New AI installed and responsible for all errors. Not me. So muss man vielleicht mit seinem Windows auch mal reden. Dann klappt's wahrscheinlich besser. Well, it's about time. Now look out, you alien scumbags. I'm pissed. I'm armed. And I'm $2 away from blowing you to kingdom come. Ja. Dann kann es jetzt ja losgehen. A Space Shooter for $2. Wer hätte das gedacht, dass das Spiel eine richtige Handlung hat? Zumindest im Intro. Aber ein Spiel, was eine Handlung hat, ein Shooter, welches eine Handlung hat, taucht das was? Wir gehen mal rein und schauen uns das an. Ich kann euch sagen, es ist nicht ganz so einfach. Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, in der Probeaufnahme nicht einmal den ersten Level geschafft. You do know that is what maps are for, right? What the f*** is going on? Who the hell are you? And why the f*** are my swears being censored? I, sir, am Edgar the Fourth, your new AI. And I think a little censorship is quite overdue here, Commander. So, let's start with the basics, shall we? See that button on your left? Press it. What's this? A tutorial? Like I don't know how to use my own ship. Skip that. But your craft is in such poor shape. You can't possibly expect it to respond to your controls like a well-maintained ship would, and... I've got cannons and the triggers to fire them. Only sissies need to know anything else. Now stop wasting my time. I can't wait to get to one of these sectors and destroy everything. F*** yeah! Gut, dann machen wir das doch gleich mal.
fangen wir mit Level 1 an. Angeblich, die Schwierigkeitsgrad seht ihr ganz unten. Aber, vielleicht habe ich mich in der Probeaufnahme einfach nur doof angestellt. Das kann natürlich sein. Wanted, dead, the void. Dann holen wir uns ja nochmal. Where are we? Is that what I've been reduced to? A glorified GPS? Oh, trust me, Ed. You're nowhere near glorified. Anyway, it is my duty to inform you that we are currently in the Void's territory. According to my files, he is clumsy, soft, and a little slow. Not much of a threat, really. But he's an alien, right? Yes. Yeah, that's bad enough for me. Let's go. Und hier geht's los. Hoppala. Da kriegen wir das nochmal kurz erklärt. Mit diesen ganzen Power-Ups und so. Das gehört natürlich dazu, zu einem Shooter. Aber wir ballern jetzt einfach mal los. Was ich so ein bisschen zu beklagen habe, aber das ist sicherlich auch, ja, das gehört wahrscheinlich zu dem Schwierigkeitsgrad dazu, dass das Schiff nach dem Steuern so ein bisschen, na toll, wie komme ich denn an die ran, nachzieht. Ich möchte das mal gerne vergleichen mit Super Mario. Wenn man den läuft, dann slidet der ja auch noch ungefähr 10 cm oder 10 mm, 1 mm weiter, wie auch immer man das benennen möchte. Und das macht das Schiff hier genauso. Können wir mal ruhig wieder ein Update brauchen. Das sieht nach einer anderen Waffe aus. Uppala. Firework, okay. Gott sei Dank ist man nicht sofort beim ersten tot. Ja, aber wie ich den erwische, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Gut, mein Firework ist natürlich eine Möglichkeit. Jetzt passiert da schon wieder so viel auf dem Bildschirm, dass ich gar nicht mehr weiß, was muss ich einsammeln, was sind die Gegner. Like shooting fish in a barrel. Sprüche sind geil. Ah, Hilfe. Haut ab. Checkpoint Reach, das ist gut. Noch mehr Power-Ups. Die will ich auch haben hier. Habe ich jetzt die Gegner slow gemacht? Das ist super. Weil ihr seht schon, auch hier in dem Spiel sind die Power-Ups absolut nützlich. Repair, sehr gut. Und man muss nicht die ganze Zeit den X-Button hämmern, um zu schießen. Das reicht, wenn man ihn gedrückt hält. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die, die, die! Oh ja, alles ist besser. Yes, baby. Aber hier. Yes. Ja, das macht doch solche Shooter-Spiele aus. Die ganze Power-Up sich dazu holt. Aber ich glaube, die Power-Ups verliert man, wenn man ein Leben verliert. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Werden wir aber sicherlich noch zu sich bekommen. Diese Repair-Power-Ups sind echt geil. Was ist das hier? Das macht die Gegner wieder langsam. Hilft mir jetzt im Moment gar nichts, wo ich hier eingesperrt bin. Platz. Okay. Es läuft auf jeden Fall schon mal besser wie in der Probeaufnahme. So. Boss? Nein. Oh, nein. Ja, Entschuldigung. Was, hier sind sie. Hälfte der Energie weg, nur durch diese komische Kamikaze-Flieger. Boss. Welcome. Ja, danke. Do you have an appointment? Crazy war machines on a killing rampage rarely need one. I really wouldn't know. Well, my friend here is eager to bring about your violent demise. Can we make an appointment anytime soon? Yeah. Let me talk to him. Put him up, pal. Because when I'm done with you, the only thing that'll be called the void is the gaping hole I'm about to blow through your ugly head. Ja, werden wir ja sehen. Ja, okay. Aber der verliert ja kaum Energie, wenn ich ihn treffe. Alter Falter. Schon genug damit zu tun, auszuweichen. Ja, sowas hatte ich mir schon gedacht. Schwarze Löcher kann er rufen. Retry, okay. Fangen wir jetzt wieder am Levelanfang an? Nein, ich wollte schon sagen. Welcome. Das können wir natürlich jetzt überskippen.
Mist. Mist. Mist, da fliege ich auch noch rein. In seinen Schuss. Hey, you! Steer this ship like you mean it, or I'll come out of the screen and kick your sorry ass! Ich glaube, wir bleiben mal besser hier unten am Rand. Boah, mein Schuss werden natürlich auch abgelenkt, ja, das ist klar. Nur seine Schüsse werden nicht abgelenkt. Das war irgendwie auch wieder klar. Mist. Ich weiß gar nicht, wie ich den treffen soll. Verdammt. If I'm going down, I'm taking you with me. Ja, das werden wir ja sehen. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Welcome. Ist echt schwierig, den zu treffen. Sobald er sein... Oh Gott. Seine schwarzen Löcher dort aufgerufen hat. Boah. Vielleicht hätte ich doch den Easy-Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Oh, genau. Fliege ich wieder genau in das schwarze Loch rein. Na gut, ich würde sagen, einen Versuch machen wir noch. Das Space Shooter for $2. Absolut zu empfehlen. Richtig guter Shooter. Sicherlich eines der besten PSP-Minispiele, die hier erschienen sind. Macht richtig schön was her. Ich bin nicht so ganz sicher, ob es das auch für andere Systeme gegeben hat. Könnte ja durchaus sein, dass es das auch für ein NDS gegeben hat. Schaut euch das an, der verliert kaum Energie, wenn ich da reinballer. Jetzt hat er mich wieder erwischt, obwohl ich nach unten gedrückt habe. Na gut, dann quitten wir das Ganze mal. Und gehen nochmal zurück. Gucken wir vielleicht mal, was in dieser Survival Mode. Kann mal kurz reingehen. The way to silence aliens disputes is to destroy them. Wahrscheinlich so ein normaler Überlebensmodus. Können wir uns dann auch nochmal kurz anschauen. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich sehe keine Gegner. Gegner, Gegner, Gegner. So. Natürlich. Das geht einfach los und wird wahrscheinlich ganz übel enden für mich. Special Weapon activated. Sehr schön. Immer her mit den Special Weapons. Das ist bis jetzt noch ganz nett. Jetzt meine Special Weapon wieder weg. Schade, schade, schade. Ah, oh, nein, jetzt schießen sie. Das wollen wir nicht. Weg hier. Sweet. Gegner langsam zu machen, das ist echt, das ist geil. Sehr schön. Ja. Das ist ein Endboss, oder kommt noch eine Welle? Noch eine Welle. Yes! Waffen-Upgrades, die halten nicht ewig. Was haben wir hier? Mehr Power für die Waffe. Sehr schön. Ja, die Viecher hier, die schränken mich natürlich in meiner Bewegungsfreiheit ein. Solange ich sie nicht abgeschossen habe. Raketen, sehr schön. Kann ich diesen Overdrive irgendwie auslösen? Oh, Achievements! Okay, dieser Überlebensmodus, der ist jetzt schon einiges einfacher für mich, aber wird vermutlich dann mit der Zeit auch anziehen. Aber ich würde sagen, habt einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Da hat er recht, that worth $2. Auf jeden Fall, was ist denn hier mit den... Achso, da muss man jetzt auch aufpassen, da kommen noch Asteroiden, Meteoriden. Gut, mache jetzt trotzdem an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, a Space Shooter for $2.
Richtig gutes Spiel, macht Spaß. Und ja, hat man sicherlich wochenlang Spaß dran, bis man mal den ersten Level geschafft hat. Zumindest ich. Andere werden das Spiel wahrscheinlich sehr viel schneller durchhaben. Egal. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.